Was geht ab? Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin heute nochmal bei Besuch bei Wagner. Hi Wagner. Hallo Marc, welcome back. Ich freue mich, dass ich wieder am Start bin. Genau, wir haben uns gerade spontan folgendes Videoformat ausgedacht. Und zwar, ich habe schon mehrere Produkte von Wagner ausprobiert und ich wollte mal Wagner darüber berichten, wie meine Erfahrungen damit sind. Und dann wollte ich, dass er sagt, warum das so ist, wie meine Erfahrungen geworden sind. Zum halben Liter auf 3000 Kilometer, kennt ihr ja, ist eigentlich ein guter Wert, aber dennoch, warum nicht weniger, wenn es geht? Und da haben wir uns ja in Hamburg auf der Messe getroffen. Ja. Ne? Und dann habe ich dir, das war jetzt, wann war das? Im Herbst? Oktober. Und da habe ich dir von meinem Problem erzählt, dass ich da ein bisschen mehr Ölverbrauch habe. Und da hast du mir ja den, jetzt hole ich dir mal, Werbeveranstaltung, den Allstop mitgegeben. So, und den Allstop hattest du mir ja auf der Messe in Hamburg empfohlen und das Ganze haben wir ja so getaktet, oder ich habe euch ja erzählt, wie ich das gemacht habe, und zwar, mein Öl war kurz vor Ende, 4000 Kilometer hatte ich den Allstop drin und ungefähr 4 Monate, dann kam das alte Öl raus und ich habe das neue Öl eingefüllt. Dann möchte ich euch mal berichten, und auch Wagner an dieser Stelle, wie sich dann mein Ölverbrauch dann verändert hat und was mit meinem Fahrprofil gewesen ist. Weil es ist ja bekanntlich mit dem Ölverbrauch, dass wenn man hohe Drehzahlen abruft, dass der Ölverbrauch steigt. Richtig. Genau, richtig. Und das wäre vielleicht mal interessant, kannst du dazu was sagen, warum das so ist? Warum unter gut, bei den sehr hohen Drehzahlen habe ich natürlich sehr hohe Gleitgeschwindigkeiten, unter anderem auch in den Ventilschaftdichtungen. Mhm. Und dort wird eben Öl mit durchgezogen. Ja. So, und natürlich jetzt haben wir jetzt ein Fahrzeug, jetzt in dem Leimfall. Das Fahrzeug ist ja nicht von Produktionsdatum 2018. Ja. Ja. Sondern wir haben ja jetzt irgendwo, wie viele Jahre auf dem Buckel? Das sind 2005er. 2005er, ja. Das heißt, diese Dichtungen werden schon hart sein oder ausgehärtet sein. Und je härter die sind, desto mehr wird natürlich Öl durchgezogen. Ja, ja. Okay. Gut. So, und das kann man natürlich, jetzt die Frage, du musst natürlich sagen, welches Ergebnis hast du bekommen? Ja. Ja? Ja, natürlich. Also das Ergebnis ist, am Anfang gerade, mein Fahrprofil hat sich geändert, das muss ich auch noch erzählen. Also mein Fahrprofil hat sich geändert. Ich bin in den letzten 2000 Kilometern extrem viel Hackengas gefahren. Also Kurzstrecke, wenn es welche gab, musste ich sie fahren. Ansonsten hatte ich auch ein paar größere Touren nach Braunschweig zu meiner Oma oder sowas. Und das war dann immer Autobahn VMAX. So, das habe ich abgerufen und mein Ölverbrauch hat sich eigentlich nicht verändert. Er blieb gleich hoch, aber die Belastung war dementsprechend auch extrem. Und jetzt seit 2 Monaten habe ich mein Fahrprofil wieder geändert und ich habe aktuell, bin ganz normal gefahren, also so auf der Autobahn 160, 180. Das ist bei dem Auto 4500 Umdrehungen ungefähr, so oder knapp 4000 im sechsten Gang. Und habe jetzt insgesamt 1600 Kilometer abgespult, inklusive dieser Tour hierhin, wo ich auch mit 160, 180 Tempomat gefahren bin. Und meine Ölstandsverbrauchsanzeige zeigt jetzt absolut keinen Verbrauch an. So, was trotzdem auf dem Hinweg habe ich trotzdem den Oktanbooster getestet und dann 100 Kilometer von der Gesamtstrecke bin ich geballert, also volles Programm wirklich durchgezogen und den Rest normal und kein Verbrauch jetzt, der sich da festgestellt hat. Wie lässt sich das Ganze erklären? Gut, die Entwicklung des Ölstopps geht nämlich dahin, dass wir hier bei dem Ölstopp einen Weichmacher einsetzen, der ausgehärtete Dichtungen den Weichmacher wieder zurückgibt und somit letztendlich seine Ursprungshärte zurückgibt. Ja, okay. Somit kann die Dichtung seine Arbeit wieder durchführen. Ja. So, wenn natürlich eine Dichtung ausgehärtet ist, habe ich eben das Phänomen, dass ich eben höheren Ölverbrauch habe. In dem Fall bei hohen Drehzahlen wird eben enorme Mengen oder habe ich enorme Gleitgeschwindigkeiten an den Ventil. Schaften und dadurch wird natürlich mehr Öl durchgezogen. Und wenn natürlich jetzt die Dichtung hart ist, geht mehr durch. Und wenn ich sie natürlich wieder regenerieren kann, kann ich das reduzieren. Und so wie es das Ergebnis wohl ist, ist der gegen Null gegangen. Ja. Aktuell ja. Ja. Genau. Und die Erfahrungen zeigen jetzt in der letzten Zeit, dass eben genau solche Fälle, wenn zum Beispiel O-Ringe oder Simmerringe ausgehärtet sind, dass wir die mit dem Ölstopp-Produkt sehr gut wieder regenerieren können. Ja, sofern die Dichtung natürlich in Ordnung ist. Wenn natürlich ein Simmerring eingelaufen ist oder die Liebe ist eingelaufen oder die Welle ist eingelaufen, dann ist es nur bedingt möglich. Aber die Praxis hat eben gezeigt, dass man auch schwere Fälle, also wenn jetzt zum Beispiel starke Leckagen da sind, wenn zum Beispiel schon Öllachen
da sind, also nicht nur ein Tropfen, sondern schon mal sich eine Lache gebildet hat, dass solche Leckagen eben beherrscht werden können und zum absoluten Abdichten kommt. Okay, Wahnsinn, das ist echt gut. Meine Frage, die mir gerade gekommen ist, wie viel Öl wird denn eigentlich so durchgezogen oder umgewälzt, wenn ich denn mit 3.000, 4.000, 5.000 Umdrehungen unterwegs bin? Oder kann man, weißt du da eine Zahl drüber? Ich kenne es halt aus der Turbolader-Branche. Ja. Es wird hier, sag mal, durch den Turbolader werden so 5 Liter in der Minute durchgedrückt. Ui. Ja, das ist eine große Menge. Ja. Das heißt, die Ölpumpe hat in etwa diese Leistung und diese Menge kommt natürlich auch in den Oberbereich des Motors, wenn nicht noch mehr, um eben den oberen Bereich abzukühlen, um dort eben eine richtige Kühlleistung zu haben. Ja. Und das wird ungefähr die Menge sein. Sicherlich bei hohen Drehzahlen noch mehr. Ja, wie wenn ich jetzt 7.000 abrufe, wenn ich jetzt nur 3.5 abrufe, können wir dann mal Faktor 2 ansetzen, denke ich. Okay, Wahnsinn. Das war auch eine Frage, die ich im Kopf hatte, weil ich wusste nicht, ich hatte halt meinen Ölwechsel geplant, dass ich dann halt nur ein gewisses Zeitfenster hatte und ich habe den auch relativ zügig, nachdem wir uns getroffen hatten, eingefüllt. Und da war auch mein Gedanke so, okay, reichen jetzt 4 Monate aus, dass das Ganze wirken kann oder wie nutze ich das am besten? Also ich habe einfach, sag ich mal, direkt angefangen zu handeln, weil ich einfach dachte, okay, wie kann ich ihn reduzieren, weil ich habe das Problem gehabt, nach dem Nürburgring oder der ganzen Tour hin und zurück, ging auf 2000 Kilometer knapp 2 Liter Öl durch. Ja. So, das war dann wirklich, das ist schon das war aber viel, auch, ja, ja. Das war aber auch hallo. Ein Dauerfeuer, Wochenende. Ja, dann, ne? Also wirklich hingefahren, Vollgas, zurückgefahren, Vollgas, auf dem Ring, Vollgas. Das waren 4 Tage. Sicherlich geht natürlich über den Kolbenring auch was raus, aber nicht diese Mengen. Ich vermute eben, dass eben die Ventilschaftdichtungen der Hauptursache ist für den Ölverbrauch. Ja. Und das kann man somit einfach relativ einfach und preisgünstig handeln. Das heißt, 4 Monate, da ist genug Zeit. Wie viel braucht man denn Zeit, Pi mal Daumen? Oder wann ist der perfekte Zeitpunkt, das einzuführen? Gut, immer. Immer. Jeder Tag ist eine Nachtzeit. Egal, ob das frisches Öl oder altes Öl, spielt überhaupt keine Rolle. Okay. Also rein mit. Direkt rein. Macht es einen Unterschied, wenn ich jetzt frischen Ölwechsel gemacht habe, Mikrokeramik drin plus Oilstop on top? Das wird das irgendwann machen. Zu viel das, Additivierung, nein, 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 wo man das denkt, kann man, das, Öl das kann man machen. Das, die, okay. die werden sich jetzt nicht aufsummieren. Ja. Da wird also nichts passieren, nichts im negativen Bereich, im Gegenteil, im positiven Bereich. Ja, okay. Anwendungsmenge ist 3-5%. Ja. Also lieber 5%, wenn ich einen Ölverbrauch habe, sodass ich auch über längere Zeit eben dann die Möglichkeit habe, eben die Dichtungen zu regenerieren. Ja. Ja. Auch wenn zum Beispiel hoher Ölverbrauch da wäre, wie zum Beispiel 2 Liter auf 1000, dass man dort eine Reserve hat, um... Also dann über einen kontinuierlichen Zeitraum, also über... Die Erfahrung zeigt so 500 Kilometer oder bis zu 1000 Kilometer oder eine Woche, wird sich eine deutliche Verbesserung einstellen. Okay, so schnell schon. Ja. Macht es denn zum Beispiel, ich habe ja immer 1 Liter Ölreserve hinten im Kofferraum drin, und macht es Sinn, das schon vorab zu mischen? Das kann man machen. Dass man direkt immer den Oilstop mit dabei hat das für eine gewisse Zeit, wenn man halt eine größere Leckage hat, was ihr vielleicht kennt. So kann man sich gut vorbereiten. Ja. Wenn man es zum Beispiel nicht dabei hat, so einen kleinen hat Cocktail man letztendlich dann, man dann immer was mit drauf und dann letztendlich die Mischung schon vorbereiten und darauf drauf mit. Ja, okay. Ja. Okay. Das macht natürlich Sinn. Ja, ich bin auch gespannt, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Weil auch die Tour, die ich jetzt hier gefahren bin, die war, wie gesagt, nicht nur entspannte Fahrt. Also 160, aber wie gesagt, die 100 Kilometer auch wirklich Vollgas. Also 5 in Gang ausgedreht, weil ich wollte wissen, wie sich der Oktanbooster auch dann auswirkt. Gerade bei den extremen Bedingungen, bei knapp 7.000 Umdrehungen. Und da habe ich einen Viertelsprit weggeballert auf die 100 Kilometer. Und das ist in der Regel schon meistens ausreichend gewesen, um im Nachhinein nach so 500 Kilometern dann schon einen Anschlag zu haben, auch nach einem Tag oder während der Fahrt oder Fahrtende, dass dann da der Ölstand sich schon verändert hat. So, und was glaube ich auch in dem Punkt sehr interessant ist, dass mein Öl, was ich drin habe, ist jetzt 7.000 Kilometer alt gewesen und jetzt nach der Tour ist es dann 9.000 Kilometer alt. Das heißt, das Öl, was drin ist, hat schon seine gewisse, also sag ich mal, es können Spriteinlagerungen drin gewesen sein, da ich aber in der Vergangenheit trotzdem immer viel gefahren bin und kaum Kurzstrecke, sondern nur Langstreckenfahrten hatte, dass einfach dann durch die Langstreckenfahrten auch der Kraftstoffeintrag eigentlich durchgängig verpufft war. Also der Kraftstoffeintrag, der war halt nicht vorhanden.
was, glaube ich, einen ganz guten Effekt... Gut, der Kraftstoffeintrag wird bei Langstreckenfahrten... Okay, vielleicht erzähle ich falsch. ...wird der gering sein, weil die Temperatur des Motoröls über längere Zeit hoch ist und Kraftstoff hat einen Flammpunkt von 20 Grad. Ja. Öl hat 100, 120, das heißt, es wird schnell rausgehen. Ja. Okay. Ja, also Kraftstoffeintrag würde hier jetzt keine Rolle spielen. Ja, bei dem misst, genau, das meinte ich. Aber manchmal misst man ja die Differenz des Ölvolumens, weil dann halber dieser Kraftstoffeintrag oder sowas sich aus dem Öl verdunstet, weil man einmal auf Temperatur gekommen ist nach der ganzen Kurzstrecke. Ja. Und das war, bevor ich jetzt losgefahren bin, jetzt nicht der Fall. Das heißt, ich hatte längere Strecken, mehrere, und dann bin ich einfach nur eine ganz lange Tour gefahren, nämlich 700 Kilometer hier runter. Und wie gesagt, da auch ein großer Vollgasanteil dabei und auch wirklich die Gänge lange ausgedreht. Und ich habe die immer wieder geguckt, so gestern, heute, und wie verändert sich das? Und da war ich schon erstaunt, dass er wirklich was gebracht hat. So. Und meine Sorge war tatsächlich auch zu viel Additivierung, also dies und das und jenes und noch was. Und dass man dann irgendwann denkt, so an wie vielen Stellschrauben kann man gleichzeitig schrauben, ohne... Oder dass man irgendwann übertreibt oder dass das Öl sich zu sehr verändert, dass es nicht mehr das leisten kann. Nein, das wird nicht der Fall. Ich sehe gerade beim Ölstopp setzen wir eine vollsynthetische Komponente ein, die neutral ist in alle Öle. Ob das jetzt Teilsyntheten sind oder vollsynthetische Öle sind, also Polyalphaolefin oder Esteröle. Ja. In dem Fall haben wir einen neutralen Grundöl, was ein sehr hochwertiges Öl ist und somit letztendlich hier eine perfekte Ergänzung auch gibt. Ja. Okay. Das ist immer so eine Sorge, die ich hatte. Zu viel Additivierung. Ja, gut, die Angst kann oder ich ob man nehmen. Oder ob man das Öl dann irgendwann verflüssigt, ne? Also zu verwässert oder so. Nein, nein, verwässern würde ich so nicht sagen, um Gottes Willen. Ja, oder zu sehr verdünnt oder. Ja, in dem Fall wird die Viskosität abfallen, die Gefahr besteht, wenn ich jetzt immer mehr dazugebe oder der additive Anteil wird weniger. Ja. Ja. Der wird weniger, wenn ich natürlich jetzt einen Ölstopp beigebe, wo jetzt keine Additive drin sind, wie Verschleißschutz, Korrosionsschutz und so weiter. Ja. Ja. Das ist richtig, aber das letztendlich spielt das in dem Fall keinerlei Rolle. Okay. Ja. Wichtig ist für dich zu wissen, dass hier keinerlei negativen Effekte kommen können. Okay. Egal, wo ich es einsetze. Ich kann natürlich den Ölstopp jetzt nicht nur in die Motoren einsetzen, sondern zum Beispiel in der Lenkhydraulik. Ja. Ich kann es einsetzen im Automatikgetriebe. Spielt jetzt keine Rolle, welchen Typ Automatikgetriebe habe. Ob ich jetzt einen CTV oder DSG-Getriebe habe, spielt überhaupt keine Rolle. Kann ich einsetzen. Oder in den Differentialen. Ja. Okay. Oder ein Zwischengetriebe, je nachdem, was jetzt eben was man hat. Ja, was man hat. Ja. Krass. Das war mir nicht bekannt. Ja gut, deswegen also, ein bisschen. Ja, genau. Das ist gut. Ja. Überlege ich gerade in meinem Kopf, habe ich noch Fragen oder noch irgendwas, was ich dazu erzählen kann? Oder weißt du noch was oder möchtest du mir noch was an die Hand geben? Ja gut, ich sage mal, ich kann jetzt auf 25 Jahre zurückblicken, wo wir das Produkt damals entwickelt haben und auch weiterentwickelt haben. Ja. Und letztendlich geht es darum, dass wir sehr, sehr gutes Feedback haben. Mhm. Also nicht nur jetzt im Automotivbereich, also im Einsatz von Autos und in LKWs oder in Baumaschinen, sondern auch im Industriebereich. Also auch wenn ich gerade praktisch jetzt große Hydraulikanlagen habe, dort wo ich zum Beispiel jetzt 5.000, 10.000 Liter Hydrauliköl habe, können wir mit der Zugabe von diesem Mittel eben zum Beispiel die Abdichtungen an den Zylindern optimieren. Okay. Und letztendlich hier eine ganz preisgünstige Lösung für den Kunden dann realisieren. Ja? Ohne dass es zerlegt werden muss und dass große Stillstandszeiten da sind und so weiter. Ja. Ja, also der Schritt, bevor die Instandsetzung dann doch in Kraft treten könnte, erstmal nochmal günstig probieren. Genau. Oldstop einmal reinhauen, gucken, ob es noch zu retten ist. Und wenn, dann freut man sich natürlich. Ja. Also ich fand es wirklich gut, das Ergebnis. Letztendlich ist es so, dass es ist die preiswerteste Reparatur, die man haben kann. Ja, und natürlich geht es in der Ausrichtung, was ich haben will. Ich kann natürlich jetzt dickeres Öl reinmachen, um das zu kaschieren. Ja. Ja. Letztendlich habe ich die Ursache nicht gemacht. Ja. Die Aushärtung der Dichtung ist nicht behoben. Ja. Ja. Und wenn ich natürlich da rangehen kann, werde ich die Lebensdauer der Dichtung dann verlängern können. Okay. Das heißt, wenn ich sie regeneriere, wieder weich mache, kann sie die Arbeit wieder perfekt vollführen und hat dann weniger Verschleiß. Okay. Und somit habe ich natürlich ein perfektes Ergebnis. Mhm.
das, was wir ja wollen. Ja, das ist im Prinzip, beide Komponenten waren ja bei mir so. Ich habe ja auch extra ein dickeres Öl als Nachfolgeöl genommen. Also vorher war das Mobil 1 0W40 drin und ich bin dann auf das Motul 5W40 gegangen, was auch ein bisschen dickeres Basisöl hatte als das Mobil 1. Haben mich ein bisschen schlau gemacht, auch im Oil Club. Und, aber dann davor trotzdem den Oil Stop angewendet. Aber dann war natürlich direkt kurz nach dem Ölwechsel dann die extreme Anwendung. Also dann gab es halt viel Dauerfeuer. Und dann hat aber der Oil Stop schon längst seine Arbeit verrichtet gehabt. Ne? Und dann habe ich erstmal natürlich unter den starken Belastungen jetzt keinen Unterschied gemerkt. Klar, weil das habe ich vorher so nicht messen können. Und jetzt so gerade die langen Touren, die ich jetzt seit zwei Monaten fahre, so in den, warte, ich habe geguckt, das ist jetzt doch 1600 Kilometer her und die Tour halt, glaube ich, mit inkludiert, fahre ich einfach normal, also wie man halt mal normal fährt. Ja. So. Und da habe ich, wie gesagt, das schon festgestellt, dass einfach da eine Reduktion eingetreten ist. Mhm. Also ich bin gespannt, das werde ich noch in diesem Video anhängen, wie es nach der Rückfahrt aussieht. Da kommt wahrscheinlich nochmal eine Einblendung von zu Hause, einfach vielleicht mit dem Handy gefilmt oder so, wo ich einfach nochmal sage, so, jetzt bin ich nochmal 600 Kilometer nach Hause gefahren. Und dann schauen wir im Gesamten mal, wo ich dann mit meinem Ölverbrauch lande. Und wenn das gut funktioniert hat, dann wisst ihr auf jeden Fall auch hier mit Fachkompetenz, wo das Ganze herkommt. Und könnt vielleicht auch bei euch euer Öl ein bisschen, eurem Motor was Gutes tun, wenn ihr Ölleckagen habt und oder einen zu hohen Ölverbrauch habt. Mal zurück zum Ölstopp, und zwar Vorbeugung. Ja, okay. Man weiß, die Dichtung wird älter. Ja. Und ich rate an, dass sie so ab Kilometerstand 100.000, Ölstopp einsetzen. Ob ich eine Leckage habe oder nicht, spielt keine Rolle. Okay. Ja. Und somit habe ich eine Garantie, dass eben eine ausgehärtete Dichtung wieder regeneriert werden kann und seine Arbeit perfekt machen kann und dann weniger unter Verschleiß unterliegt. Mhm. Ja. Somit habe ich natürlich eine perfekte Lösung geschaffen mit einem minimalen Aufwand. Ja. Und somit bleibt einfach mein Fahrzeug perfekt, bleibt sauber. Ja, okay. Und werde mit Leckagen oder mit ausgehärteten Dichtungen kein Problem haben in der Zukunft. Okay. Ja, das ist gut zu wissen. Also wie gesagt, meine größte Sorge war zu viele Additivierungen und zu viel Veränderung des Öls, was ich drin habe. Deswegen habe ich da nicht noch vorbeugend gehandelt in dem Sinne. Ja. Okay. Ja, das klingt vernünftig. Ja, sehe ich auch so, ja. Das klingt vernünftig. Genau, in diesem Zusammenhang hoffe ich, dass ich euch einen guten Eindruck kriegen konnte in die Erfahrungen, die ich mit dem Produkt gesammelt habe. Sehr cool, dass man mal direkt auf die Erfahrungen, das Feedback und die technische Erklärung hat, warum das Ganze so gekommen ist und wie es dazu geführt hat. Und ich hoffe, ihr konntet auch in diesem Zusammenhang etwas lernen und vielleicht die ein oder andere Information mitnehmen oder auch die Angst, wo ich auch mit Additiven halt vorsichtig umgehe, weil ich glaube euch allen ist der Motor heilig, dass er gut funktioniert, dass man da dementsprechend vorbeugend noch gut den Motor schützt und auch behandelt. Und das war eigentlich ein relativ spontanes Format. Ich weiß ja auch von euch, dass die Nachfrage nach dem Oil Stop relativ groß war. Also ich habe mehrere Anfragen bekommen. Viele haben mich bei Instagram angeschrieben, gefragt, hey, wie ist das? Funktioniert das wirklich so gut? Wie ist deine Erfahrung? Ich habe dann halt mit euch schon geschrieben. Der ein oder andere kann sich auf jeden Fall daran erinnern. Und ich wollte halt ein Resümee ziehen, aber ich wusste halt, die Tour steht an. Deswegen habe ich noch so lange gewartet, bis ich jetzt hier bei Wagner bin. Und da kam die Idee für das Ganze. Ich würde mich freuen, wenn ihr vielleicht mal über eure Erfahrungen reden würdet. Auch gerne kommentieren würdet, was ihr für Erfahrungen gemacht habt, ob ihr irgendwelche Probleme habt mit euren Autos, die ihr vielleicht gar nicht lösen wisst, wo ich vielleicht auch mal Wagner mit ins Boot hole, aber ihr könnt mich natürlich auch fragen, aber ich leite auch öfter mal an ihn weiter und telefoniere mit ihm, um ein paar Informationen ranzuholen, um euch auch da mit den Problemen des Ölverbrauchs oder mit technischen Fragen auch gern zur Seite zu stehen. Und ansonsten hoffe ich, euch hat das Ganze gefallen. Wir verabschieden uns jetzt ganz fix, weil es dunkel und kalt ist, rein ins Studio. Wir haben mal einfach eine andere Location gewählt und drehen dann den nächsten Teil mit dem Motorcleaner. Das haben wir uns das vor. Und also, dann wir ziehen um, weil es wird langsam kalt und nach tut es auch. Ja. Genau. Und dann ziehen wir um und sehen uns gleich im nächsten Video wieder. Bis nachher. Deswegen gibt es jetzt direkt einen Cut.